Hier sieht man auch einen Teil dieses Industriegeländes. Ich vermute mal, dass das vielleicht im Zusammenhang steht mit einem alten Heizkraftwerk. Hier nähern wir uns einem weiteren Projekt, ob das hier immer steht oder ob das mit Kunst zu tun hat. Oder mit dieser Ausstellung kann ich jetzt nicht genau sagen. Moment. Wenn ja, werden Sie die Beschreibung unter dem Film finden. Sieht hier so aus, als wenn das ständig ist.
Tja, wenn das Wetter sehr schön wäre, dann könnte man sich hier sogar noch eine Hängematte legen und entspannen. Und hier riesengroße Sonnenblumen. Wenn man bedenkt, ich bin 1,85 groß, dann sieht man, wie groß die sind. Ja, das hat schon was, dieses Gefühl von Freiheit. Die Menschen können hier leben, wie sie wollen und keiner stört sich dran. Es ist ja in Riga zum Beispiel weitgehend legal, wird sogar noch vom Staat unterstützt, dass man ein leerstehendes Haus vereinnahmt und seine Projekte dort drin verwirklicht. Weil die Stadt sich sagt, besser, Leute haben, die wenig Geld haben, haben eine Möglichkeit, kreativ zu werden, als dass die Häuser kaputt gehen und verfallen. Und wenn das Haus dann verkauft wird, müssen sie halt wieder raus. Aber in der Zeit, und das kann Jahre dauern, können sie da ganz frei sein. Und das ist auch sehr schön. Da gibt es verschiedene Projekte hier. Die ganze Stadt ist eigentlich voll davon.